Hallo, liebe Schüler. Äquivalente Terme. Ja, äquivalent ist ein ganz, ganz doofes Wort. Äquivalent. Man kann quasi das Q mit ja wie ein KW sprechen. Äquivalente Terme heißt das dann quasi. Terme wissen wir ja schon, was es heißt. Und die haben anscheinend eine besondere Eigenschaft, weil äquivalent ist quasi ein Eigenschaftswort von Terme. Jetzt müssen wir bloß herausfinden, was haben denn diese beiden Terme miteinander zu tun, dass man die äquivalent nennt. Das, was wir hier haben, ist eine Wertetabelle, die kennt ihr ja schon. Ja? Die Grundmenge ist 1, 2, 3, 4 und 20. Und ich versuche jetzt erstmal diese Wertetabelle auszufüllen, um dann Rückschlüsse darauf zu ziehen, was ist äquivalent, was ist nicht äquivalent. Also, hier setze ich das 1 ein. 3 mal 1 plus 1 gibt 4. 3 mal 2 plus 1 gibt 7. 3 mal 3 plus 1 gibt 10. Ihr seht schon, immer 3 mehr. Bei 20 muss man aufpassen, 3 mal 20 plus 6, plus 1 gibt 61. So, und das Ganze machen wir jetzt hier unten, da wird es ein bisschen schwieriger. Hier hinten kommt 1 minus 1, wir müssen ja Punkt vor Strich rechnen und Klammer zuerst. 1 minus 1 gibt 0, 3 mal 0 gibt 0, also kommt hier vorne 4 raus. Dann machen wir hier hinten 2 minus 1, dann bleibt in der Klammer 1 stehen, mal 3 gibt 3. Plus die 4, muss ich quasi rückwärts rechnen, gibt 7. Dann setze ich die 3 ein. 3 minus 1 gibt 2. 3 mal 2 gibt 6. Plus 4 gibt 10. Dann setze ich die 4 ein. 4 minus 1 gibt 3. Mal 3 gibt 9. Plus 4 gibt 13. Und wenn ich die 20 einsetze, dann habe ich 20 minus 1 gibt 19. Mal 3 gibt 57 plus 4 gibt 61. Ja, der schlaue Fuchs hat es natürlich gleich erkannt. Es kommen dieselben Werte raus. Und wenn dieselben Werte rauskommen bei einer Termeinsetzung, also wenn man Termwerte berechnet, von zwei unterschiedlichen Termen, dann nennt man diese Terme äquivalent. Jetzt kommt der komplizierte Merksatz, aber theoretisch habt ihr das jetzt eigentlich schon verstanden, wenn ihr mir folgen konntet. Terme, die bei allen Einsetzungen aus der Grundmenge G, also das sind quasi die Zahlen 1, 2, 3, 4 und 20, das ist die Grundmenge G, und wenn dann die gleichen Termwerte rauskommen, also das sieht man hier, 4, 7, 10, 13, 61, heißen diese Terme äquivalente Terme. Also in dem Fall der Term 3x plus 1, also habt ihr schon gesehen, mal kann man hier wieder weglassen, und 4 plus 3 mal in Klammern x minus 1 sind äquivalent bezüglich der Grundmenge. Ich hoffe, dass das verstanden worden ist. Man hat also quasi immer Terme im Vergleich, und wenn man quasi die Termwerte berechnet und es kommt exakt das gleiche raus, dann nennt man die Terme zueinander äquivalent. Und schreiben tut man das wie folgt. 3x plus 1 ist das gleiche wie 4 plus 3 mal x minus 1. Ja? Also in Klammern x minus 1. Man setzt einfach ein Ist-Gleichzeichen dazwischen. Zwei Terme, wenn äquivalent sind, also wenn sie durch eine numerische Wertetabelle so geprüft worden sind, dann darf ich ein Ist-Gleich dazwischen schreiben. Das war's schon. Äquivalente Terme.